Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um die Technikfragen, die euch der Prüfer vor Fahrtantritt stellen kann. Wenn ihr Fahrschüler meiner Fahrschule seid, in jedem Auto befindet sich ein schwarzer Ordner, in dem diese Fragen versteckt sind. Den dürft ihr euch gerne nehmen und ein Foto davon machen, damit ihr die auch fleißig lernen könnt. So, beginnen wir mit der ersten Frage. Wo ist die Hupe? Die befindet sich hier am Lenkrad. Wo schalte ich in diesem Fahrzeug das Warnblinklicht ein? Und dazu müssen wir einmal nach hier oben, denn hier oben wird der Warnblinker eingeschaltet. Ja, bleiben wir einmal beim Blinker. Wie viele Blinkerleuchten leuchten jetzt hier? Ich könnte jetzt einmal aussteigen und rumlaufen. Wir können es aber auch an diesem Auto hier einmal zeigen. Vorne sind 1, 2, in den Seiten 1, 2 und hinten 1, 2, also 6 Blinkerleuchten. Auch das ist eine Frage, die gestellt werden kann. Woran erkennt man, dass eine dieser 6 Blinkerleuchten defekt ist? Das würdest du daran erkennen, dass das hier deutlich schneller blinkt. Also das blinkt völlig außer Takt und dann weißt du, oh, hier ist eine Blinkerleuchte defekt, ich muss das reparieren lassen. Eine weitere Frage wäre noch, wo wird die Geschwindigkeit angezeigt? Wie ist der aktuelle Akkustand? Das findest du hier oben. Hier findest du die Gänge, die eingelegt sind, P, R, N und D, die mit diesem Wahlhebel hier verändert werden können. Wie beheizt man die Heck- oder die Frontscheibe? Dazu drückt ihr einfach hier unten auf dieses Symbol oder beziehungsweise auf die Gradzahl. Dann öffnet sich ein Menü und da findet ihr einmal hier die Heckscheibe, das eckige Symbol, und das runde ist die Frontscheibe, die beheizt wird. Ja, da schließt sich auch schon wieder das Menü. Könnt ihr natürlich nochmal draufdrücken und das Ganze verändern. Dann könnt ihr euch fragen, wie unterscheiden sich eigentlich rote und gelbe Kontrollleuchten? Rot bedeutet immer Gefahr, Fahrzeug sofort abstellen und nicht weiterfahren oder gar nicht erst losfahren. Und gelb bedeutet immer Achtung. Das solltest du langfristig beheben. Zum Beispiel die Airbag-Leuchte. Wenn der Airbag vom Beifahrersitz nicht eingeschaltet ist, ist eine gelbe Kontrollleuchte. So, hey, der Airbag ist nicht eingeschaltet, möchtest du das? Ja, dann kann der Prüfer auch fragen, wie schaltet man den Scheibenwischer ein? Dazu drückt man einfach hier seitlich auf den Knopf. Dann aktiviert man einmal den Scheibenwischer. Gleichzeitig öffnet sich hier unten aber auch ein Menü für den Wischer. Ihr könnt hier auswählen, also normalerweise habe ich das immer auf Automatik stehen. Ihr könnt das jetzt auswählen auf Stufe 4, 3, 2, 1 oder ausschalten. Ich habe es immer auf Automatik stehen. Sollte es euch in der Prüfung zu langsam sein, aktiviert entweder für dieses eine Mal, wo ihr wischen wollt, einmal den Scheibenwischer über den Knopf oder aber drückt einmal drauf und dann schaltet es einfach hier unten um auf die Stufe, auf die ihr das gerade braucht. Ja, bleiben wir einmal beim Scheibenwischer. Ihr könntet auch gefragt werden, wie kontrolliert man eigentlich das Scheibenwischwasser? Dazu öffnet man den Kofferraum vorne, den Frunk. Darunter findet ihr einen Deckel. In unserem Fahrzeug hier ist er leider schwarz, bei anderen Fahrzeugen ist er immer blau. Auf diesem Deckel findet ihr das gleiche Symbol wie hier vorne auf dem Scheibenwischerhebel. Das öffnet ihr und dann könnt ihr einfach das Scheibenwischwasser nachfüllen. Machen wir jetzt auch einmal. Also, Frunk öffnen. Zack. Vorne geht etwas auf. Und dann findet ihr hier genau das gleiche Symbol wie auf dem Scheibenwischerhebel und ihr könnt hier das Scheibenwischwasser nachfüllen. Hier vorne könnte man jetzt auch noch den Stand der Bremsflüssigkeit und die Batterie kontrollieren. Das befindet sich unter der Abdeckung, dafür müssten wir die Abdeckung allerdings abmachen und das habe ich bisher zum Glück in der Prüfung noch nicht erlebt. So, zum Schließen vorsichtig zumachen, ist leider nicht wie eine normale Motorhaube, sondern die fällt einfach nur so zu. Einmal mit der flachen Hand am besten. Was muss man an Reifen regelmäßig kontrollieren? Und da müsstet ihr auf jeden Fall kontrollieren, ob irgendwelche Beschädigungen am Reifen oder an der Felge vorliegen. Die Mindestprofiltiefe sollte beachtet werden und der Luftdruck. Angaben über den Luftdruck findet ihr bei dem Tesla hier in der Türe auf diesem Aufkleber. Es gibt auch Fahrzeuge, da steht es in der Betriebsanleitung oder im Tankdeckel. Angaben zur Mindestprofiltiefe. Es gibt Reifen, da gibt es so eine kleine Erhebung hier im Profil. Die ist genau 1,6 mm hoch und dann könnte man fühlen, wenn das gleichmäßig bis zu dieser Erhebung abgelaufen ist, dann hättet ihr die Mindestprofiltiefe erreicht. Ihr könntet auch eine Euro-Münze nehmen, die hier reinstecken. Moment, das machen wir mal. Der Rand ist natürlich ein bisschen größer als 1,6 mm, aber wenn der Rand verschwindet,
habt ihr die Mindestprofiltiefe noch lange nicht erreicht. Ja, jetzt gerade im Winter auch schön zu erkennen, woran erkennt man Winterreifen? M plus S, Matsch und Schnee. Und natürlich an diesem Bergsymbol, was jetzt neu auf jedem Reifen drauf sein muss, mit dieser Schneeflocke in der Mitte. Daran erkennt ihr auf jeden Fall den Winterreifen. So, ich stehe jetzt einmal hinter dem Fahrzeug. Hier könnte gefragt werden, wie viele Bremslichter hat unser Fahrzeug? Links, rechts plus die dritte hier oben, die Bremsleuchte, drei Bremsleuchten. Wenn du den Rückwärtsgang einlegst, welche Farbe hat der Scheinwerfer, der da hinten angeht? Und es ist auf jeden Fall weiß, kann man jetzt leider hier so in dem Fall nicht erkennen. Ich kann es jetzt auch nicht einlegen. Da bräuchte ich auf jeden Fall den zweiten. Ist eingeschaltet, sobald man innen das Licht einschaltet auf Abblendlicht, sollten auch auf jeden Fall zwei vorhanden sein. Ich setze mich jetzt mal wieder in das Fahrzeug rein und erkläre euch dort den Lichtschalter. Ja, ihr müsst hier unten auf das Auto klicken. Dann öffnet sich das Menü. Das kennt ihr ja schon von eurem Sitzeinstellen. Dann tippt man hier oben drauf und wählt seinen Namen aus. Hier findet ihr die ersten Schalter fürs Licht. Aber das ist nur das Schnellwahlmenü. Ich gehe jetzt mal etwas tiefer ins System und klicke hier auf Beleuchtung. Da sind wir nämlich dann auch schon an der richtigen Stelle. Scheinwerfer aus, ist natürlich aus. Standlicht, Abblendlicht ist hier neben. Und die Automatik. In 99,9% der Fällen steht auf jeden Fall der Lichtschalter auf Automatik. Automatik bedeutet, hinter dem Spiegel befindet sich ein Sensor. Der erkennt jetzt gerade, es ist hell draußen und schaltet deswegen nur das Tagfahrlicht an. Sobald es etwas dunkler wird, wird diese Automatik umspringen auf Abblendlicht. Warum erzähle ich euch das? Warum ist das wichtig? Gehen wir davon aus, ihr sitzt jetzt in der Prüfung, es ist total hell draußen und der Prüfer verlangt von euch, schalte doch bitte mal das Fernlicht ein. Das Fernlicht wird an diesem Hebel hier vorne eingeschaltet, den Hebel nach vorne drücken und dann ist Fernlicht an. Aber leider nein, es ist nichts an. Weil der Sensor erkennt, hey, es ist hell draußen, wofür brauchst du Fernlicht? Wenn du also in der Prüfung Fernlicht einschalten sollst, klickst du vorher auf Abblendlicht. Zack, geht das Abblendlicht und das Standlicht in Kombination an. Und jetzt könnt ihr den Hebel nach vorne drücken und dann geht auch das Fernlicht an. Jetzt gibt es auch noch einen Fernlichtassistenten. Und zwar gehen wir nochmal zurück auf das Schnellwahlmenü, also schließen. Schließen und wieder öffnen hier unten. Und da findet ihr hier ganz außen diese Automatiktaste. Diese Automatiktaste hinterlegt dann das Symbol fürs Fernlicht so gräulich. Und dann wisst ihr, das Fernlicht geht jetzt nur an, wenn es wirklich dunkel ist und du nichts mehr siehst. Und das. So, ich schalte das Ganze wieder aus. Drück den Hebel nach vorne. Fernlicht ist eingeschaltet. Wenn ihr nur die Lichthupe benutzen wollt, zieht ihr einfach den Hebel immer wieder zu euch. Klick, klick und dann seht ihr, geht die Lichthupe an und aus. So, jetzt gehe ich wieder auf Beleuchtung zurück. Also, die Automatik haben wir geklärt, das Abblendlicht haben wir geklärt. Wenn ihr in einem Land unterwegs seid, wo ihr immer mit Abblendlicht fahren müsst, dann würdet ihr von der Automatik rüber switchen auf Abblendlicht. Standlicht und Scheinwerfer aus. Jetzt haben wir hier unten noch grau unterlegt. Muss ich erst wieder auf Abblendlicht gehen. Die Nebelschlussleuchte. Seht ihr an der gelben Kontrollleuchte. Darf nur benutzt werden bei Nebel und einer Sichtweite unter 50 Metern. Es gibt noch andere Teslas. Da findet ihr hier neben noch einen Button für die Nebelscheinwerfer. Das Fahrzeug hat das hier nicht serienmäßig. Man ist nicht dazu verpflichtet, bei seinem Fahrzeug Nebelscheinwerfer zu haben. Und das Auto hat es jetzt hier halt in dem Falle nicht. Eine weitere Frage könnte noch sein, aktiviere doch bitte mal die Parkbremse. Das funktioniert, indem du diesen P-Knopf fest genug reindrückst. Dann zieht sich die Parkbremse an, seht ihr auch an dieser roten Kontrollleuchte. Ja, wenn ihr noch andere Prüfungsfragen kennt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Vergesst das Abo nicht, den Daumen hoch und viel Erfolg bei eurer Führerscheinprüfung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.